Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Und da ist jetzt eine Ungenauigkeit drinnen. Es ist nämlich nicht das Bier dieser Woche, sondern es ist das der letzten Woche, wo die Braukunst live in München stattgefunden hat. Und es ist auch nicht ein Bier, nicht zwei, nicht drei, es sind 635, die hier zu diesem Festival angemeldet sind. Und vielleicht finden wir sogar noch eines mehr. Ich gehe jetzt mal hinein und wir kosten ein bisschen was. Und ich glaube, es gibt viel, viel, viel zu entdecken. Es ist ja wunderschön, wenn man mit der Straßenbahn zum Bier fahren kann. Tatsächlich ist die Location des Kraftbierfestes Braukunst Live traditionell, also jetzt schon im vierten Jahr, das MVG-Museum, wo also viele Straßenbahnen herumstehen, wo viele Stände rund um die Straßenbahnen aufgebaut sind und da gibt es ein gescheites Bier. Das Interessante hier ist, einerseits ein Trend, der ganz deutlich ist, sehr, sehr viele stark gehopfte Biere. Sehr, sehr viele Biere, wo man sieht, dass neue Hopfensorten drin. Aber auch, es gibt jetzt viel, viel mehr Interpretationen dunkler Bierstile. Hier in diesem Fall ein Stoutbier, das aus einer Brauerei in Regensburg kommt. Also man sieht, selbst in Regensburg, wo man sagt, das ist traditionelles bayerisches Kernland. Ja, richtig, aber auch dort wird ein Stout gebraut. Zum Wohl, es schmeckt gut. Einer der Trends, den wir in den letzten Jahren in der Kraftbier-Szene sehen, ist, dass man Biere in Holzfässern nachreifen lässt, wo also wirklich ein Holzgeruch und ein Holzgeschmack ins Bier hineinkommt. Das ist etwas, was Urban Chestnut Brewery in St. Louis in den USA macht. Eine Gründung eines Deutschen, der zuerst bei Anheuser-Busch gearbeitet hat und jetzt die Urban Chestnut Brewery in St. Louis betreibt. Und er hat dann beschlossen, vor einigen Wochen, dass er in der Hallertau auch eine Brauerei erwirbt. Und es wird dann in Zukunft auch Urban Chestnuts Biere geben, die in Bayern gebraut sind. Ich behelfe mich aber zunächst einmal mit einem aus den USA. Da kommt jetzt die Holzfassreifung wundervoll durch. Da darf man nicht zu viel trinken, weil hier sind wir in der Gegend von 10% Alkohol. Ich schaue mal weiter, ob wir was Leichteres finden. Wir stehen hier jetzt am Stand von Hofbräu München. Da erwartet man natürlich typisch bayerisches Bier. Aber auch hier gelingt es, selbst einer so traditionellen, großen Brauerei, dem Bier einen kleinen Twist zu geben. Das Bier heißt fünffach gehopfter Halodri. Also da wird während des Brauvorgangs fünfmal mit verschiedenen Hopfen gehopft. Und wie man auch in der Farbe sieht, wie man im Geruch merkt, da ist natürlich ein gewisser Malzcharakter da. Ein traditionelles bayerisches Lagerbier mit einem Craftbier-Twist dabei. Also man sieht, man kann sehr, sehr unterschiedliche Biere machen und es ist noch nicht alles an gutem Bier gebraut, was man an gutem Bier brauen kann. Es geht nur immer weiter. Festivals wie dieses sind immer sehr gut dafür, dass man auch Innovationen herzeigt. Diese Innovation hier heißt Ludwig, wurde von Studenten der TU München, also von den Weinstephaner Studenten, entwickelt. Und die haben ein System gemacht, wo das Bier kurz vor dem Ausschank noch einmal durch ein geschmacksgebendes Medium durchläuft. Zunächst hat man gedacht, das machen wir mit Hopfen, da können wir Hopfen ganz zum Schluss vor dem Ausschank ins Bier hineingehen. Aber inzwischen sind sie weitergegangen und gesagt, wie wäre es denn, wenn man in ein Stoutbier noch wirklich zum Schluss Kaffee hineinbringt?
Es ist sogar sehr gut gelungen, denn man bekommt hier wirklich das Aroma, als wäre man frisch in einer Kaffeerösterei drin. Und dann hat man auch im Geschmack nicht nur ein schön gehopftes American Style Stout, sondern es kommt dann ein ganz klarer Kaffeeton. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles Bier gebraut, das man erfinden kann. Und ich freue mich immer, wenn was Neues erfunden wird. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Konrad Seidels Bier der Woche. Da wird es dann allerdings nur ein Bier sein.